Wir haben im April ganz kurzfristig eine Einladung bekommen halt aus Wolfenbüttel, dass es so ein Kinderorgelprojekt gibt. Ich habe das gelesen, war ganz erstaunt und war erstmal so, wie soll das gehen? Ja, da durften wir selbst etwas erfinden, was man so machen konnte. Zum Beispiel hier steht sehr langsam die Körner herunterrieseln lassen. Dieses Entdecken von Klängen überall, dafür sind sie total sensibilisiert worden. Hört ihr das, den Unterschied? Nicht? Soll ich nochmal machen? Also wenn ihr unten drauf drückt, so, klingt so. Und wenn ihr nicht drauf drückt, klingt so. Es ist ja wirklich tatsächlich so, dass viele Kinder wirklich mit sowas außerhalb der Schule nie in Berührung kommen würden. Und für die ist es, glaube ich, ein einmaliges Ereignis im Leben. Und, so ist es jetzt wieder. Das gesamte Exposé sehr spannend, dass man 6 Besuche hat, dann alle Klassen gemeinsam in ein Konzert auftreten und das Ganze, das wieder diesen Oberbegriff Orgel hat, sich damit beschäftigt mit Orgelbau, also ein sehr komplexes Projekt, viel, viel komplexer, als ich bis jetzt gemacht habe und das fand ich sehr spannend, wie das verwirklicht wird, wie das überhaupt geht mit den Kindern und das geht sehr gut.